Und das Zweite betrifft eben auch eine für mich, sagen wir mal, noch zur Unzeit kommende Frage nach einer Bewertung dieses Sachverhalts für mögliche Folgerungen, der meiner Meinung nach eben noch zu früh kommt. Das muss man sich jetzt erstmal anschauen. Tatsächlich gilt erstmal das, was ich gesagt habe. Auch Deutschland ist im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus. Das ist das, was wir seit langem sagen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herzlich willkommen. Als erstes wollten wir zum Thema Terroralarm Chemnitz kommen. Haben wir dazu Fragen? Herr Kollhoff müsste... Die? Ja, okay. Frage an Herrn Demroth. Im Zusammenhang mit dieser Geschichte wird jetzt politisch diskutiert, ein Vortrag des Ministers Haft für Gefährder. Und Gefährder sozusagen vorläufig schon in Haft nehmen. Ich habe das jetzt in dem Papier nochmal nachgelesen. Das ist ja im Grunde nur ein Satz oder zwei Sätze, wie das ja vorgelegt hat, Herr Demroth. Wie sieht dieser Vorschau aus Ihrer Sicht im Detail aus? Also sozusagen, ab wann kann ich da jemanden beabsichtigt der Minister jemanden festlegen, bei welchem Verdachtsgrund, bei welchem Straftatbestand, wie lange soll derjenige in Haft genommen werden? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Tatsächlich ist das ja angedeutet in dem Papier, was Sie ansprechen, des Ministers. Zuständig wäre, wie Sie auch sicher wissen, für eine entsprechende Regelung in der Strafprozessordnung nicht der Innenminister, sondern das Bundesjustizministerium. Die weiteren Details wären dann auch Gegenstand einer Abstimmung zwischen den beiden Häusern. Und insofern kann ich die Detailfragen jetzt von Ihnen gestellt so nicht beantworten. Ganz grundsätzlich gilt natürlich, wenn Sie Fragen nach Dauer, Umfang und Ähnlichem, wie für andere Haftgründe auch, selbstverständlich für einen solchen möglicherweise neu zu schaffenden Haftgrund, dass die Haft nur so lange fortdauern dürfte, wie eben der entsprechende Haftgrund besteht. Und da käme es dann natürlich sehr darauf an, wie man ausbuchstabiert eine entsprechende Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, welche Schwelle diese Tatbestandsvoraussetzung dann genau umschreiben würde. Und all das wäre, wie gesagt, Gegenstand dann vorzunehmender Abstimmungsgespräche zwischen den Ministerien. Ja, das ist natürlich die Nachfrage, wann wir dort naheliegend arbeiten. Sie brachten an einem Gesetzentwurf und wie sehen die Erkenntnisse da auch? Nein, arbeiten wir nicht. Das, Ihnen ist ja bekannt, aus welchem Papier das herrührt. Dazu, zu dem gesamten Papier finden ja Gespräche statt, wie Sie wissen. Aber ich kann Ihnen keine Details zu einem solchen Vorhaben, beziehungsweise wird noch kein Entwurf in die Richtung erarbeitet. Sie wissen, wir arbeiten an einer StPO-Reform. Da ist das aber zunächst jetzt nicht vorgesehen. Ob das irgendwie geprüft wird, in Zukunft kann ich sagen, jedenfalls ist im Moment nichts konkret dazu geplant. Frau Müller. Ich würde da gleich mal nachfragen, also aus der Fraktion höre ich, dass es da auch verfassungsrechtliche Bedenken gibt, dass man das sei doch reichlich vage, so einen sehr weit gefassten Haftgrund zu machen. Ist das bei Ihnen auch so? Wie gesagt, also die finden Gespräche zu dem gesamten Papier statt. Einzelheiten zu den Prüfungen, inwieweit die schon gedient sind, kann ich nicht sagen, aber jedenfalls liegt kein konkreter Entwurf dazu vor. Herr Kollhoff. Gibt es denn eine grundsätzliche Haltung hier im Ministerium zu dem Vorschlag? Auch dazu, wie gesagt, es finden jetzt Gespräche zu diesem gesamten Sicherheitspapier statt und auch Abstimmungen. Und da ist noch jetzt keine, finden von uns jetzt hier an dieser Stelle zumindest keine abschließende Stellungnahme statt. Ich noch eine Nachfrage an Herrn Demroth. Ich weiß nicht, ob dieser Fall überhaupt dafür geeignet ist, denn der Betreffende sollte ja in Haft genommen oder festgenommen werden. Also frage ich mich, wie würde sozusagen aus Ihrer Sicht ein zusätzlicher Tatbestand, ein zusätzlicher Haftgrund überhaupt möglich? Naja, also tatsächlich ist es zunächst mal so, da würde ich auch wirklich bitten, darauf Wert zu legen, dass allein schon aufgrund der zeitlichen Abläufe, die Sie ja selber schildern, offensichtlich nicht dieser aktuelle Fall Anlass war für solche Überlegungen. Und hinzu kommt, dass der Sachverhalt des aktuellen Falls ja Gegenstand von laufenden Ermittlungen ist, sodass ich eine abschließende Bewertung, was sozusagen Tauglichkeit für bestimmte Verschärfungen oder Veränderungen anbetrifft, ohnehin im Moment verbietet. Aber Sie hatten ja selbst darauf hingewiesen, dass der Vorschlag auch älter ist als der aktuelle Sachverhalt. Insofern würde ich da auch eine Bewertung jedenfalls für zu
früh halten, wenn man jetzt sagt, dieser Sachverhalt ist ein Beleg dafür, dass man da was tun muss oder nicht. Ich glaube, da sollte man sehr sauber sein in der Analyse. Und ganz grundsätzlich ist es eben so, dass wenn bestimmte Gefährdungssachverhalte bekannt sind bei den Sicherheitsbehörden, stellt sich immer die Frage, was folgt daraus? Und wie Sie wissen, gibt es natürlich eine Reihe von Maßnahmen, die dann ergriffen werden, standardmäßig ergriffen werden bei sogenannten Gefährdern. Ob das im Einzelfall, wenn sich eben ein Gefährdungssachverhalt so verdichtet, dass daraus eine unmittelbar drohende Gefahr von den Betroffenen ausgeht, möglicherweise einen Haftgrund verfassungsrechtlich rechtfertigt und dann eben auch die Frage positiv zu beantworten wäre, dass das neben einer möglichen Festnahme in einem laufenden Strafverfahren einen zusätzlichen Mehrwert brächte. Das wäre dann tatsächlich genau das, was alles zu überlegen und zu prüfen ist, wenn man an einen entsprechenden Formulierungsvorschlag geht. Frau Müller. Können Sie noch mal einfach definieren, was ein Gefährder ausmacht, also was da sozusagen das Täterprofil ist? Und auch noch mal die Frage der Stefan Meyer. Hat heute im ZDF-Morgenmagazin gesagt, er ist nicht richtig, wenn bei jedem Interview, wenn die Flüchtlinge registriert werden, wenn da BND und Verfassungsschutz dabei werden, ist das auch, was Sie aufgenommen haben? Also zu der genauen Definition des Gefährders, die müsste ich Ihnen gleich nachreichen. Die habe ich hier irgendwo in der Untiefe meiner Dokumente, wobei das auch letztlich für den Sachverhalt, den Sie ansprechen, nicht zwingend eine passgenaue Antwort wäre, weil die Frage, wie definiere ich das als Tatbestandsvoraussetzung, was dann ein möglicher Haftgrund sein könnte, ja nicht eins zu eins deckungsgleich sein muss und wahrscheinlich auch nicht sein kann mit dem, was jetzt der polizeiliche Gefährdungsbegriff ist. Das muss ja nicht dasselbe sein. Dieser polizeiliche Gefährdungsbegriff ist eben ein polizeilicher Begriff, der keine unmittelbare Rechtsfolge, das ist keine gesetzliche Definition, sondern ist eine, auf die sich die Polizeien geeinigt haben, um eben bestimmte Standardmaßnahmen an eine solche Einstufung zu knüpfen. Das ist die eine Seite. Die andere Frage wäre eben tatsächlich noch zu beantworten im Rahmen eines möglichen Gesetzgebungsverfahrens. Wie definiert man eine Schwelle, die verfassungsrechtlich halten würde und dann eben auch einen entsprechenden Mehrwert brächte? Also das ist nicht zwingend das Gleiche. Und jetzt müssten Sie mir noch mal kurz sagen. Darf ich jetzt noch dazu kurz noch mal was sagen? Würden Sie davon ausgehen, wenn dieser neue Haftgrund käme, dass die so etwa 500 plus Gefährder, die in Deutschland definiert sind, dass die alle in Haft kommen würden? Das kann man so pauschal sicher nicht mit Ja beantworten. Also erstens noch mal, weil das nicht zwingend die gleiche Schwelle wäre und die gleiche Begriffsdefinition. Dieser polizeiliche Gefährderbegriff noch mal, daran ist ja keine unmittelbare Rechtsfolge geknüpft. Insofern sind da natürlich auch die Anforderungen an eine solche Begriffsdefinition nicht vergleichbar mit den Anforderungen an eine Begriffsdefinition, aus der unmittelbar Eingriffsbefugnisse entstünden, wie beispielsweise eben eine Inhaftnahme. Jetzt ist mir zwischenzeitlich auch eingefallen, was Sie als Zweites gefragt hatten, nämlich die Frage Ausweitung der Beteiligung von weiteren Behörden am Asylverfahren. Also wir haben ja gerade durch das Datenaustauschverbesserungsgesetz immerhin eine Zugriffsmöglichkeit auf die zentralen Datenbestände für alle an den Verfahren beteiligten Behörden geschaffen, einschließlich der Polizeien. Richtigerweise nicht einschließlich der Nachrichtendienste. Das war letztlich Ergebnis des im Ressortkreis gefundenen Kompromisses für dieses Gesetz. Aber auch hier gilt jedenfalls für uns, dass eine abschließende Beurteilung dieses Sachverhalts, über den wir gerade sprechen, und daraus zu ziehende Schlüsse für uns noch zu früh käme, weil nochmal die Ermittlungsarbeiten ja gerade begonnen haben und jedenfalls vom GBA übernommen gerade begonnen haben. Die Vorermittlungen laufen natürlich schon etwas länger. Aber der Zeitpunkt ist jedenfalls noch nicht gekommen, wo man sagen kann, der Sachverhalt ist so umfassend geklärt, dass sich daraus tatsächlich jetzt heute schon rechtspolitische Forderungen ableiten ließen. Nichtsdestotrotz ist es sicher immer von Interesse oder im Interesse des BMI, dass die relevanten Stellen, jedenfalls dann, wenn Sie in Ihrer Aufgabenwahrnehmung betroffen sind, auch Gelegenheit haben, Ihre Expertise in solche Sachverhalte einzubeziehen. Es ist allerdings ja auch so, wie Sie vielleicht wissen, dass im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum beispielsweise alle Behörden an einem Tisch sitzen, einschließlich des BAMF im Übrigen, die ja dort vertreten sind, auch mit Mitarbeitern, um eben da tatsächlich eine Informationsdrehscheibe, eine Plattform zu schaffen und mit Leben zu füllen, die es ermöglicht, solche Sachverhalte möglichst von allen Relevanten innerhalb im weiteren Sinne der Sicherheitscommunity auch bewerten und beleuchten zu können. Also es gibt Instrumente, will ich damit sagen, wo eben eine solche Zusammenarbeit auch schon stattfindet. Ob sich tatsächlich dieser Sachverhalt jetzt eignet, daraus rechtspolitische Forderungen abzuleiten in Bezug auf weitere Veränderungen von gesetzlichen Beteiligungsbefugnissen, das erscheint mir heute doch noch etwas zu früh. Herr Kollhoff.
Wie beurteilen Sie nach dem Vorgang die aktuelle Sicherheitslage in Deutschland? Ich frage es auch vor dem Hintergrund, dass es ja eventuell eine Veränderung Beurteilung geben könnte, angesichts der Tatsache, dass eben auch sehr professioneller Sprengstoff offenbar verwendet wurde, es also nicht irgendwelche Amateure waren, die mit der Axt auf Leute losgegangen sind. Ja, letztlich auch das ist sicher für eine abschließende Beurteilung zu früh. Ganz grundsätzlich gilt auch nach dem, was wir erfahren haben jetzt übers Wochenende über den Verdächtigen, der ja glücklicherweise, muss man sagen, festgenommen werden konnte in der Zwischenzeit, dass Deutschland unverändert im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus steht. Ereignisse eben wie Ansbach, Würzburg, aber auch Chemnitz konkretisieren diese Gefahrenlage und zeigen, dass wir solche Taten, wie wir sie auch im europäischen Ausland erleben mussten, in Deutschland nicht auszuschließen sind. Sie zeigen gleichzeitig, dass unsere Sicherheitsbehörden sehr wachsam sind und der Rechtsstaat wehrhaft. Herr Zweckler. Ja, Herr Dimmer und Herr Dimmer, die erste Frage, ich interessiere mich an die Stellungnahme Ihres Hauses zu den verpassten Festnahmen am Samstag. Sehen Sie das auch als Panne an oder war das völlig richtig, wie die Polizei und die Einsatzkräfte dort vor Ort gehandelt haben? Und eine kleine Nachfrage zum der Frage Herrn Koloff. Müssen wir dennoch davon ausgehen, dass die Bedrohungslage sich verschärft hat, weil möglicherweise Netzwerke am Werke sind? Also zu beiden Fragen hatte ich ja eingangs im Prinzip versucht, vor die Klammer zu ziehen, eine allgemeine, sagen wir mal, ihre Erwartungshaltung dämpfende Einordnung. Was die polizeilichen Einsatzabläufe in Sachsen anbetrifft, dazu wird sich der sächsische Innenminister, wenn ich es richtig weiß, heute auch noch mal im Rahmen einer Pressekonferenz um 13.30 Uhr der Öffentlichkeit stellen. Und das ist eben auch die zuständige Stelle innerhalb der Sicherheitsarchitektur in Deutschland für die Frage, wie ist der konkrete Polizeieinsatz hier gelaufen, auch in Bezug auf Ihren konkreten Sachverhaltsteil, den Sie hier erfragen. Da bitte ich um Verständnis, dass ich hier sozusagen von der Bahnsteigkante keine Bewertung abgeben kann und auch nicht abgeben werde. Und das Zweite betrifft eben auch eine für mich, sagen wir mal, noch zur Unzeit kommende Frage nach einer Bewertung dieses Sachverhalts für möglichere Folgerungen, der meiner Meinung nach eben noch zu früh kommt. Das muss man sich jetzt erstmal anschauen. Tatsächlich gilt erstmal das, was ich gesagt habe. Auch Deutschland ist im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus. Das ist das, was wir seit langem sagen. Und Sie fragten ja konkret über Erkenntnisse bezüglich von Netzwerken und Ähnlichem. All das wird sicher jetzt mit Hochdruck ausermittelt werden. Und soweit das der Fall ist, muss man sicher auch noch mal schauen, ob daraus weitere Folgerungen zu ziehen sind, sowohl für die Gefährdungsbewertung als auch für mögliche Folgerungen. Kurze Nachfrage, waren denn an der Aktion am Samstag, waren der Bundesbehörden involviert? Kann ich nicht, weil das ja letztlich auch sozusagen operative Einzelheiten anbetrifft. Ich kann Ihnen sagen, was die Vorermittlung anbetrifft. Es war so, dass an den Festnahmen selbst keine Bundesbehörden beteiligt waren, an der Exekutivmaßnahme selbst, also dem Zugriff sozusagen. Dann doch, Herr Koloff, nochmal. Frau Gemmer, ich nehme an, dass die Bundeskanzlerin natürlich informiert ist über das Ganze. Wie hat sie reagiert auf die Festnahme? Also zunächst mal dankt die Bundeskanzlerin für die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Sie verdienen ganz grundsätzlich Anerkennung für die schwere Verantwortung, die sie tragen. Unser Dank gilt aber auch und auch die Anerkennung dem Mann aus Syrien, der die Polizei über den Aufenthaltsort des Verdächtigen informiert hat und somit entscheidend zur Festnahme beigetragen hat. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland arbeiten mit ganzer Kraft dafür, dass das Menschenmögliche für die Sicherheit in unserem Land getan wird. Und aufgrund der Gefährdungslage, die Herr Dimroth gerade auch erklärt hat, haben wir ja schon sehr viel getan, um Anschläge zu verhindern und die Sicherheit in Deutschland und Europa zu erhöhen. Dann wechseln wir das Thema und kommen mit Frau Schäpli in die Türkei. Ja, ich möchte gerne ein paar Sätze zu dem gestrigen Anschlag sagen. Die Bundesregierung verurteilt den gestrigen Anschlag in der türkischen Provinz Hakkari, bei dem insgesamt 18 Menschen getötet wurden, auf das Schärfste. Wir sind in Gedanken bei den Familien und Freunden der getöteten Menschen. Den Verletzten wünschen wir eine baldige Genesung. Terroristische Angriffe wie der gestrige
aber auch die in der Vergangenheit, lassen sich durch nichts rechtfertigen. Gewalttaten wie das gestrige Attentat heizen vielmehr die Konfrontation im türkischen Südosten weiter an. Dieser Angriff unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit, den jahrelang mit vielversprechenden Ansätzen verfolgten Friedensprozess wieder aufzunehmen und eine politische Lösung herbeizuführen. Die Bundesregierung steht bereit, diesen Prozess zu unterstützen. Danke. Haben wir dazu Fragen? Dann kommt Herr Busemann mit einem neuen Thema. Ja, Frage an die Bundesregierung und ans Wirtschaftsministerium. Nach Medienberichten hat ein chinesischer Konzern Interesse am Kartoffelhersteller Osram. Ist das anders für die Bundesregierung, sich damit zu befassen? Und generell gefragt, gibt es die Sorge, dass die chinesische Wirtschaft Kernbereiche der deutschen Wirtschaft übernimmt und damit im Grunde auch längerfristig sich einen strategischen Vorteil erkauft? Soll ich anfangen? Also danke für die Frage. Vielleicht fange ich mit dem konkreten Fall Osram, den Sie angesprochen haben, an. In dem Fall gab es Berichterstattung in der Presse, das ist richtig, die haben wir zur Kenntnis genommen. Das ist allerdings ein unternehmerischer Vorgang, den wir nicht weiter kommentieren können. Und ganz allgemein zu der Frage, wir hatten ja schon immer wieder Fälle, die ähnlich gelagert waren, und wir sind ganz grundsätzlich in der Situation, dass wir eine sehr offene Volkswirtschaft haben und auch grundsätzlich begrüßen, dass ausländische Unternehmen sich in Deutschland engagieren. Wir sind aber zunehmend auch mit der Situation konfrontiert und mit der Frage konfrontiert, dass wir im Wettbewerb mit Ländern stehen, die selbst nicht so offen sind, wie das bei uns in Deutschland der Fall ist und in Europa der Fall ist. Deswegen wollen wir keinen Protektionismus, das ist völlig klar, aber wir wollen faire Wettbewerbsbedingungen. Und dazu, das hat der Minister schon an verschiedenen Stellen ausgeführt, ist es für uns wichtig, dass es einen Diskussionsprozess auch auf europäischer Ebene gibt. Diesen Diskussionsprozess auf europäischer Ebene hat der Minister angestoßen. Da laufen die Gespräche, und wir werden jetzt und in der nächsten Zeit ausloten, welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen. Zusatz. Zählt China denn zu den Ländern, die sich nicht fairen Wettbewerbsbedingungen stellen? Wir haben auch, und das haben wir zum Beispiel auch in der bei der Frage Stahlindustrie immer wieder diskutiert. Wir haben auch bei China die Situation, dass wir dort nicht die gleichen offenen Bedingungen vorfinden, wie das bei uns ist, und dass auch bei Investitionen aus China in Deutschland wir in Situationen sind, bei denen wir darüber nachdenken müssen, wie wir damit umgehen. Und genau darauf zielt auch dieser Prozess. Herr Lange dazu. Ja, Herr Audrich, ich wundere mich immer ein bisschen, dass Deutschland den Umweg über die EU geht. Es gibt ja zum Beispiel die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Also wird auf dieser Ebene auch der Kontakt gesucht mit China? Danke. Also selbstverständlich sind diese Fragen auch Teil der Gespräche, die mit China geführt werden. Dass der Weg über die europäische Ebene genommen wird, liegt daran, dass das Außenwirtschaftsrecht im Wesentlichen als EU-Recht ausgestaltet ist und vom EU-Recht geprägt ist. Daher sind Einschränkungen von Investitionen durch deutsches Recht, sind enge Grenzen gesetzt. Und wenn man da tatsächlich vorankommen will, dann muss man europäische Lösungen wählen. Grund dafür ist die in der EU gewährleistete Kapitalverkehrsfreiheit. Das nächste Thema von Herrn Pokraka. Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. Geht um die Meldungen oder die Berichte vom Wochenende. Krankenkassen zahlen Ärzten Prämien, damit sie ja Patienten für kränker erklären, als sie sind. Und die Kassen bekommen dann mehr Geld. Einmal, weiß das BMG von dieser Praxis? Wie oft kommt das vor? Wie lange gibt es das schon? Und welche Kassen machen davon nach Ihren Erkenntnissen besonders Gebrauch und welche Gruppe von Ärzten?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die für die einzelnen Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, also das ist einmal das Bundesversicherungsamt und die Sozialministerien der Länder, arbeiten eng zusammen, um gemeinsame Kriterien über die Aufsicht anzuwenden. Es ist so, dass auch diese Aufsichtsbehörden solchen Vorwürfen nachzugehen haben. Uns liegen insofern keine Zahlen dazu vor. Ich würde Sie da auch bitten, sich dann eben an das Bundesversicherungsamt bzw. die Sozialministerien der Länder zu wenden. Aber es ist so, dass die Aufsichtsbehörden halt diese angesprochene Thematik in ihrer letzten Arbeitstagung im Mai 2016 auch beraten haben und das BMG auch mit den Aufsichtsbehörden in einem regelmäßigen Kontakt dazu steht. Ja, kurze Nachfrage. Also dieses Phänomen scheint Ihnen ja jetzt nicht unbekannt zu sein, aber gibt es irgendwie eine Ansicht im Bundesgesundheitsministerium dazu, ob man dieser Praxis einen Riegel vorschieben müsste? Also noch einmal, die Vorwürfe, die sind uns bekannt, aber konkrete Zahlen liegen uns dazu nicht vor. Und die Aufsicht obliegt dann halt eben tatsächlich dem Bundesversicherungsamt und den Sozialministerien der Länder. Nächstes Thema, Herr Prössl. Ja, Herr Nant, ich würde ganz gerne noch mal auf die Meldungen vom Freitag zu sprechen kommen zum Thema Militärbasis in Niamey. Können Sie dazu noch Informationen geben über das, was am Wochenende auch schon berichtet worden ist? Was investiert die Bundeswehr dort? Wozu soll die Militärbasis errichtet werden? Und warum baut man nicht Gao aus? Ja, ich habe die Meldung auch Ende letzter Woche natürlich gesehen. Der Trigger für diese Meldung war das gemeinsame Abkommen, was jetzt quasi dort mit der nigerischen Regierung initiiert wurde, quasi der Status, dass man das dort machen kann. Aber es ist insgesamt keine neue Meldung. Also der Flugbetrieb wurde schon vor längerem aufgenommen. Wir hatten schon vor längerer Zeit das Parlament und die Öffentlichkeit dort darüber informiert. Was dort letztendlich läuft, ist ein Lufttransportstützpunkt. Der dient zur Entlastung der Kräfte im Rahmen der Mission in Mali. Also, und dort eingesetzt haben wir zwei Transall-Maschinen, zwei C-160. Einmal in der Rolle für Medivac, also für die sanitätsdienstliche Rettungskette und der zweite Flieger im Rahmen der logistischen Versorgung, also Transport von Personen, Transport von Material. Das läuft alles im Rahmen des Mandates von MINUSMA, ist dort für uns logistisch eine günstige Drehscheibe, so will ich es einfach mal benennen, von der wir von dort aus die Unterstützung gewährleisten können. Das ist eigentlich der Punkt. Sie haben jetzt nichts zu den Baumaßnahmen gesagt, was dort investiert werden soll. Ja, ich habe da jetzt keine Zahlen für vorliegen. Ich kann das gerne noch mal prüfen, ob ich es noch mal nachreichen kann, ob ich da jetzt Zahlen habe. Vielleicht kommt es auch noch im Laufe der Pressekonferenz. Gebe ich Ihnen gerne noch mal nach. Und dann Stichwort Medivac. Gibt es mittlerweile Neuigkeiten rund um die Hubschrauber, nachdem die Niederländer ja deutlich gemacht haben, dass sie Ende Februar rausgehen? Ja, also für uns ist natürlich die Unterstützung der Hubschrauberfähigkeit eine wichtige Fähigkeit. Die Niederländer hatten ja Freitag jetzt auch nochmal offiziell angekündigt, die Hubschrauberunterstützung dort im Frühjahr 2017 zu beenden. Es sieht jetzt so aus, dass die Verantwortung jetzt zurzeit bei den Vereinten Nationen liegt. Das heißt also, wenn eine Nation jetzt ihre Fähigkeit abmeldet, dann ist es eben so, dass üblicherweise dann die Vereinten Nationen die Gespräche führen mit weiteren Nationen. Das ist jetzt derzeit so der aktuelle Sachstand. Die Ministerin, weiß nicht, ob Sie es gestern vielleicht zufällig gelesen haben, hat sich dazu ja auch nochmal geäußert. Ich kann auch nochmal vielleicht zitieren. Gestern, oberste Priorität hat der Schutz unserer Soldaten. Nach der Ankündigung der Niederländer müssen jetzt die UN-Gespräche intensiviert werden, um angemessenen Ersatz zu finden. Das ist also derzeit der Status. Gibt es Planungen der Bundeswehr, dort Hubschrauber einzusetzen, wenn sich sonst keiner findet? Nein, wie gesagt, der Ball liegt zurzeit bei den Vereinten Nationen, da laufen jetzt verschiedene Gespräche und ich kann jetzt nicht zum aktuellen Stand da jetzt vortragen, sondern es ist einfach so, es ist jetzt dort, es werden Gespräche geführt und für uns ist das eben eine wichtige Fähigkeit, die natürlich in gleicher hoher Qualität, wie sie bislang auch durch die Niederländern gewährleistet wurde oder wird, muss man ja so sagen, natürlich auch in Zukunft gewährleistet werden muss. Und alles Weitere wird man dann sehen. Herr Busemann mit dem nächsten Thema. Ja, eine Frage ans Finanzministerium. Bei der Deutschen Bank zeichnet sich keine schnelle Lösung ab im
Streit um Hypothekenkredite in den USA. Die Aktie reagiert darauf sehr empfindlich. Gibt es seitens des Ministeriums Sorge, dass die Deutsche Bank sich nicht erholen könnte? Und generell gibt es die Gefahr, dass die Schwierigkeiten der Deutschen Bank auf den Finanzmarkt übergreifen könnten? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Wir haben ja das ganze Thema Deutsche Bank jetzt hier umfassend auch schon in den letzten Pressekonferenzen behandelt. Der Minister hat in Washington gesagt, was er zu diesem Thema zu sagen hat. Und ich werde jetzt auch von dieser Seite das nicht noch ergänzen oder erweitern. Sie wissen, dass wir zu Einzelinstituten grundsätzlich nicht Stellung nehmen. Und so werden wir das auch hier weiterhin handhaben. Kein neuer Versuch, dann ist Herr Kirschner dran. Ja, eine Frage ans Umweltministerium. Es geht um das Flammschutzmittel Hexabromcyclododecan. Da beklagen Branchenverbände, dass dieses Mittel, das angeblich in Styropor und in anderen Dämmstoffen sein soll, nicht mehr abgefahren werden kann, weil es seit Monatsbeginn als gefährlich eingestuft worden ist. Ist es richtig, dass das Umweltministerium dazu mit den Verbänden noch ein Gespräch führen will in dieser Woche? Das war meine Frage. Konkret zu dem Gespräch mit den Verbänden kann ich Ihnen leider nichts sagen. Das müsste ich nachreichen. Und zu der Sache als solche, dass da offenbar jetzt Probleme bestehen, diese Stoffe abzufahren? Und das kann ich bestätigen. Das wissen wir aus vielen Ländern. Das Bundesumweltministerium hat sich immer dafür eingesetzt, dass dieser Dämmstoff nicht als Sondermüll behandelt wird und entsprechend auf Sondermülldeponien entsorgt werden muss. Leider hat es hier eine anderslautende Entscheidung der Länder gegeben. Die befürworteten wir nicht, weil wir genau befürchtet haben, dass das passiert, was jetzt eintritt, dass in vielen Ländern diese Dämmstoffe nicht mehr entsorgt werden kann, solange nicht mit den Entsorgungsunternehmen entsprechende Verträge geführt werden, was ja Ländersache ist, beziehungsweise Sondermülldeponien darauf eingerichtet werden, diese Dämmstoffe zu entsorgen. Wir hoffen, dass es hier bald Bewegung gibt. Wir würden auch einem entsprechenden Bundesratsbeschluss, dieses wieder rückgängig zu machen, befürworten. Denn wir sehen nicht, dass dieser Dämmstoff als Sondermüll entsorgt werden muss. Bisher auf den üblichen Deponien war es unter hoher Hitzeeinwirkung möglich, diesen Dämmstoff schadlos zu entsorgen. Das würde ich gerne noch eine Nachfrage stellen. Rücknahme des Bundesratsbeschlusses, das ist sicher eine Möglichkeit, aber die würde dauern. Gibt es aktuell oder kann man das auch sehr kurzfristig lösen? Gibt es da eine Möglichkeit? Leider sind uns als Bund die Hände hier gebunden, weil die Länder hier anders entschieden haben und nun leider auf Landesebene dieses Dilemma gelöst werden muss. Herr Busemann? Zu einem anderen Thema. Ach so, nee, ich dachte, hätte sich darauf bezogen. Herr Kirschner, fertig? Ja, danke. Fertig damit, dann ist erst Herr Pokhaker da. Ich habe eine Frage zur Rückführung von Menschen nach Afghanistan, die hier in Deutschland kein Asyl oder auch keinen anderen Aufenthaltstitel bekommen haben. Da würde ich einmal gerne kurz den aktuellen Stand abfragen, nachdem ja jetzt Abkommen unterzeichnet sind. Wie zurzeit oder ob zurzeit schon es da irgendwelche Rücknahmen gibt oder ob man da noch in Verhandlungen ist. Und um wie viele Menschen aus Afghanistan es geht. Und dann noch kurz ans Auswärtige Amt mit Blick auf die Lage in Afghanistan. Einmal noch mal kurz die Frage, die wir sicher auch schon mal hier hatten. Aber kann man nach Afghanistan guten Gewissens zurückführen? Also zu Ihrer ersten Frage, jedenfalls kann ich noch nicht berichten, dass wir jetzt die ersten Vollzugsmaßnahmen ergriffen haben auf Grundlage dieses MOU, was allerdings auch so ja nicht überraschend ist. Wir hatten das ja hier in aller Länge auch zu Ihrer Frage in Richtung AA mehrfach erörtert. Es ist ja so, dass eine solche gemeinsame Erklärung keine neuen Befugnisse schafft, sondern letztlich nur das ausbuchstabiert in bestimmten Vereinbarungen, was ohnehin geltendes nationales, aber eben auch geltendes Völkerrecht ist, nämlich die Verpflichtung eines jedweden Staats, einen eigenen Staatsangehörigen auch wieder zurückzunehmen in den dafür etablierten und abgesprochenen Verfahren.
Insofern ist das ja in der Sache, in der Materie nichts Neues, sondern buchstabiert letztlich nur noch mal aus, wie man damit gemeinsam umgehen will und wie man bestimmte Details im gemeinsamen Verständnis zukünftig besser abarbeiten will. Und Ihre Frage nach der Zahl, da müsste ich noch mal nachfragen, welche Zahl meinen Sie? Also wie viele Menschen aus Afghanistan in Deutschland um Asyl oder einen anderen Aufenthaltstitel gebeten haben und bei denen entschieden worden ist, dass sie keinen kriegen und das Land wieder verlassen müssen? Okay, also die Zahlen der Antragstellungen, die können Sie alle sämtlich in den Asylgeschäftsstatistiken des BAMF entnehmen, die sowohl monatlich als auch in einer jährlichen Zusammenfassung online zur Verfügung stehen. In Bezug auf mögliche Zahlen Ausreisepflichtige in Deutschland, aufhältige Afghanen, da müsste ich nachschauen, ob ich eine Zahl habe. Gerne. Und Mittwoch ist Herr Weiser ja. Frau Schäbli. Ja, ich kann gerne zwei Sätze dazu sagen, aber eigentlich haben wir am Freitag sehr lange über dieses Thema gesprochen, über das Rückführungsabkommen, über die Unterstützung Afghanistans im Rahmen der Afghanistan-Geberkonferenz in Brüssel, wo die internationale Staatengemeinschaft noch mal ein ganz klares Signal gesetzt hat, dass wir Afghanistan helfen wollen im wirtschaftlichen Bereich, im sicherheitspolitischen Bereich und dass wir an der Seite Afghanistans stehen. Im Prinzip ist es so, dass die Sicherheitslage in Afghanistan landesweit, regional unterschiedlich ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, es ist überall sicher. Gleichzeitig gibt es aber sehr viele, vor allem in den urbanen Gebieten, urbane Gebiete, die kontrollierbar sind, die als sicher gelten und in die auch Flüchtlinge wieder zurückgeführt werden können. Also es gibt dann auch immer wieder Vorfälle, wie jetzt die letzten Ereignisse in Kunduz, wo nach wie vor gekämpft wird. Deswegen ist unsere Analyse des Lagebilds in Afghanistan ein sehr realistisches, indem wir sagen, es ist regional unterschiedlich. Es gibt da nichts schön zu reden. Es gibt Gebiete, die einfach unsicher sind. Aber größtenteils haben die afghanischen Sicherheitskräfte das Land doch einigermaßen im Griff. Dann wechseln wir das Thema zu Frau Jen. Ja, eine Frage an Frau Demmer und Frau Schäbli. Hollande trifft sich mit Putin am 19. Oktober. Jetzt hat der Pressesprecher des Kreml gesagt, dass es auch ein Treffen im Normandie-Format geplant ist. Können Sie das bestätigen? Von einem Treffen auf Außenministerebene im Normandie-Format ist mir nichts bekannt. Und ich kann Ihnen dazu auch keine Angaben machen. Herr Busemann. Ja, Herr Ayro hat sich heute Morgen auch zu dem anstehenden Putin-Besuch geäußert, hat unter anderem auch angekündigt, dass Frankreich beim Internationalen Strafgerichtshof beantragen wird, Ermittlungen wegen des Verdachts von Kriegsverbrechen wegen der Bombardierungen von Aleppo. Ich wüsste gerne, ob auch Deutschland dieses Gremium auffordern wird, derartige Ermittlungen aufzunehmen. Natürlich unterstützen wir lückenlose Aufklärung über Vorgehen, die in Syrien vonstatten gehen. Deswegen, ja, das unterstützen wir. Vielleicht kann ich zwei, drei Sätze noch mal zu den Ereignissen, die wir am Wochenende erlebt haben, doch noch mal sagen. Wir haben ja im Sicherheitsrat erlebt, dass der französisch-spanische Vorschlag am russischen Veto gescheitert ist. Aus unserer Sicht war es ein guter, ausgewogener Entwurf, der die Situation in Aleppo angemessen, adäquat beschreibt und die richtigen Schlüsse daraus zieht. Andererseits hat Russland einen Resolutionsentwurf eingebracht, der keine Unterstützung fand. Letztendlich geht es jetzt darum, nach Wegen zu suchen, wie wir vielleicht beide Entwürfe miteinander verheiraten können, wie man aus zwei Entwürfen einen macht, der das Segen des Sicherheitsrats hat, damit wir endlich rauskommen aus dieser Hölle in Syrien und es gelingt, das, was der Minister sagt, zumindest humanitäre Hilfe an die Menschen in Aleppo zu bringen, wenn es uns schon nicht gelingt, uns auf eine Waffenruhe zu einigen, dann doch irgendwie auf Wege jenseits einer fest vereinbarten Feuerpause Menschen mit Hilfe auszustatten.
Eine Nachfrage. Was heißt denn genau, Sie unterstützen Frankreich? Heißt das, dass man das nur begrüßt, ansonsten passiv bleibt? Oder wird Deutschland selber vorstellig werden beim Internationalen Strafgerichtshof, um derartige Ermittlungen anzuschieben? Mir ist jetzt nicht bekannt, dass Deutschland selber vorstellig wird. Aber natürlich ist es so, dass wir Bemühungen unterstützen. Es ist ja nicht nur Frankreich, auch Außenminister Kerry hat gesagt, dass solche Vorgehen aufgeklärt werden müssen. Deshalb kann ich nur sagen, wir unterstützen die internationale Staatengemeinschaft und jene Staaten, die sich dafür einsetzen, konkrete Vorschläge unsererseits oder Vorstöße. Von konkreten Vorstößen kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht berichten. Herr Prissel. Frau Schäfli, Sie haben es ja gerade angedeutet, wie könnte denn ein solcher Kompromiss aussehen, wenn Russland sagt, Flugverbotszone nicht mit uns, und vielleicht können Sie dazu ja auch unter drei gehen, wenn das sinnvoll ist. Ich muss dazu nicht unter drei gehen, ich kann das schon hier on the record sagen. Wenn ich das fertige Rezept hätte, dann hätten wir keine Kämpfe mehr in Aleppo. Nein, habe ich nicht, an dieser Stelle nicht und auch sonst nicht. Aber es ist klar, dass auf allen Seiten nach Wegen gesucht wird, dass alle Seiten nach Wegen suchen, um die Kämpfe in Aleppo zu beenden. Russland hat eine Position, die wir so nicht unterstützen. Der Minister hat ganz klar gesagt, wir brauchen eine Flugverbotszone. Aber letztendlich wird man weiter im Gespräch sein. Der Minister hat letzte Woche, am Freitag, mit dem russischen Außenminister genau über diese Frage gesprochen. Er hat dann immer die Notwendigkeit unterstrichen, dass wir bei der Frage humanitäre Zugänge endlich auch den Beitrag Russlands brauchen, die ihren Einfluss auf das syrische Regime geltend machen müssen. Letztendlich zählt das Wort Russlands bei Assad, und deswegen setzen wir darauf, dass Russland hier seinen Beitrag leistet. Zur Frage von Frau Müller: Hat das Innenministerium neue Erkenntnisse? Ja, ich würde es gerne noch ein bisschen konkretisieren und auch in einem Punkt aktualisieren. Wenn man sich, was ich inzwischen getan habe, auch das Maßnahmenpaket des Ministers noch mal anschaut, was der Gegenstand der Frage von Herrn Kollhoff, der leider nicht mehr da ist, und auch von Ihnen, Frau Müller-Thun, war, dann, das kann ich gerne noch mal kurz vorlesen, geht daraus ja hervor, letztlich, was damit gemeint ist. Und das würde ich gerne doch noch mal der Konkretisierung halber hier vortragen. Für Ausländer, die straffällig geworden sind oder von denen eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ausgeht, wollen wir das Aufenthaltsrecht weiter verschärfen. Hierfür wollen wir im Aufenthaltsgesetz einen entsprechenden Haftgrund der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit schaffen, um so die Ausreisepflicht in diesen Fällen wirkungsvoller durchzusetzen. Auf diese Weise werden wir in Zukunft das Instrument der Abschiebehaft verstärkt für ausländische Kriminelle und Gefährder in Anwendung bringen. Es geht also ganz konkret bei dem, was jetzt möglicherweise auch von Dritten aufgegriffen wurde, das habe ich auch auf dem Weg hierher sozusagen zur Kenntnis genommen, um eine Verschärfung des Aufenthaltsrechts, in Bezug auf bekannte Straftäter und Gefährder zur besseren Gewährleistung der bestehenden Ausreisepflichten. Insbesondere also einen Haftgrund zu schaffen, mit dem dann in Abschiebehaft genommen werden kann. Also kein Haftgrund im Sinne der Strafprozessordnung, sondern ein Haftgrund im Sinne des Abschiebegewahrsams, der Abschiebehaft. Und dazu ist es tatsächlich so, dass ein Gesetzentwurf im Bundesinnenministerium federführend erarbeitet wurde, der sich seit vergangenem Freitag auch in der Ressortabstimmung befindet. Haben Sie Zahlen, wie viel Prozent der Leute, die von Ihnen als Gefährder eingestuft werden, von den Behörden als Gefährder eingestuft werden, bereits straffällig geworden sind? Also jedenfalls nicht vorliegen. Ich kann die Frage gerne mitnehmen und gegebenenfalls eine Antwort nachreichen. Ich vermute, dass es eine solche Statistik nicht gibt, aber ich kann das gerne versuchen herauszufinden. Weil nicht jeder, der als Gefährder eingestuft ist, ist bereits straffällig geworden, oder? Absolut nicht. Also das ist jedenfalls nicht zwingend. Die Definition ist ja letztlich eine Prognose in die Zukunft und eben keine festgestellte Geschichte aus der Vergangenheit. Insofern, das ist absolut nicht zwingend. Das kann theoretisch auch, die Schnittmenge kann auch null sein. Das vermute ich nicht, aber könnte jedenfalls. Und dann vielleicht nochmal eine Nachfrage ans Justizministerium. Dieser Gesetzentwurf, der da jetzt in der Ressortabstimmung ist, es gibt ja offensichtlich was konkret auf dem Tisch liegt. Können Sie sich mal kurz dazu äußern, was da Ihre Position sein wird?
Das kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht machen, weil er gerade in die Ressortabstimmung gegangen ist und das jetzt praktisch dann erfolgt ja eine Stellungnahme von einzelnen Ressorts, so auch von unserem Haus, aber wie die aussehen wird, das kann ich Ihnen jetzt zwei Tage praktisch oder ja quasi einen Werktag nach der Versendung noch nicht sagen. Wenn ich darf, noch mal eine Nachfrage an Herrn Dimroth. Aber das heißt, es haben Gespräche mit dem Koalitionspartner stattgefunden, man hat sich auf was geeinigt und das geht jetzt in die Ressortabstimmung? Nein, das heißt, dass der Weg ist ja üblicherweise ein anderer. Der Weg ist ja üblicherweise so, dass das initiativgebende Haus einen Gesetzentwurf erarbeitet und die Ressortabstimmung gerade dazu dient, innerhalb des Ressortkreises Einigkeit darüber herbeizuführen, was dort vorgeschlagen ist, um dann gemeinsam das Kabinett zu befassen. Also ich kann Ihnen nicht von einer Vorabstimmung oder einem billigen oder ähnlichen aus einem anderen Haus berichten. Dann wechseln wir wieder das Thema mit Herrn Lange. Eine Frage an Frau Demmer zur Afrika-Reise der Kanzlerin. Hätte ich gerne den aktuellen Stand gewusst, also ob die Verhängung des Ausnahmezustands in Äthiopien Auswirkungen auf die Reiseplanung hat. Danke. Die äthiopische Regierung hat in der Tat als Reaktion auf die Unruhen in den letzten Wochen und Monaten am 18. den Ausnahmezustand für die Dauer von 6 Monaten verhängt und am 9.10. dann die Öffentlichkeit darüber informiert. Unmittelbare Auswirkungen sind nicht bekannt. Die Situation in Addis Abeba ist unverändert und nach jetzigem Stand wird an der Besuchsplanung der Bundeskanzlerin nichts geändert. Natürlich wird die Bundeskanzlerin mit dem Präsidenten über die aktuelle politische Lage sprechen und dabei natürlich auch die Menschenrechte klar ansprechen. Sie wird natürlich ihrer Überzeugung Ausdruck verleihen, dass eine Politik, die die Interessen aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigt, also ein demokratischer Rechtsstaat, die besten Entwicklungschancen bietet. Aber entscheidend für die Reise bleibt nach wie vor, dass die Kooperation mit afrikanischen Staaten verbessert wird und damit auch die Menschen in ihren Heimatländern bessere Lebens- und Zukunftsperspektiven erhalten und keine lebensgefährlichen Überfahrten nach Europa unternehmen. Dann hat auch das Verteidigungsministerium einen neuen Stand. Ja, nochmal zu Ihrer Frage, Herr Brüssel, von vorhin. Also wie gesagt, wir haben ja jetzt derzeit 40 Soldaten dort vor Ort stationiert in Niamey. Konkrete Zahlen kann ich Ihnen jetzt noch nicht nennen. Es gibt erste Überlegungen zu einem Ausbau der Flugbetriebsflächen auf dem militärischen Teil des Hauptstadtflughafens. Dazu laufen aber wirklich jetzt derzeit die ersten Planarbeiten und Absprachen mit dem Flughafenbetreiber. Moment, erst das Mikro noch. Und mehr wird es nicht. Es geht wirklich nur um die Flugbetriebsflächen. Genau, das war das, wie ich Ihnen das dargestellt habe. Das gilt eben wie so ein, ich sag mal, Lufttransportstützpunkt, also ein Hub, der quasi dort Unterstützungsflüge leisten kann. Wir arbeiten hier live alles ab. Das Umweltministerium weiß auch mehr. Mir waren deswegen die Gespräche zwischen dem Bund und den Verbänden nicht klar, weil es die nicht gibt. Das ist auch die falsche Ebene. Wie ich sagte, sind die Länder ja zuständig für die Entsorgungssicherheit und haben selbst auch entschieden, dass die Dämmplatten als gefährlicher Abfall zu behandeln ist. Und wir wissen, dass einige Länder jetzt genau diese Gespräche auch planen. Und auf diese Ebene gehören Sie auch hin. Gespräche zwischen uns und den Verbänden gibt es nicht. Okay. Ein Thema haben wir noch von Herrn Busemann. Ja, eine Frage ans Umweltministerium. Am Wochenende ist ja bekannt geworden, dass der Bundesrat sich ausgesprochen hat für ein Verbot der Neuzulassung von Verbrennungsmotoren ab 2030. Das Verkehrsministerium hat sich dazu ja schon geäußert. Ich wüsste gern, wie Frau Hendricks den Sachverhalt sieht. Frau Hendricks begrüßt diese Entscheidung des Bundesrates. Sie hat sich in der Vergangenheit sehr häufig genau zu diesem Punkt geäußert und auch das Datum 2030 bereits benannt als das Datum, wo man einen emissionsfreien Fahrzeugverkehr anstreben sollte. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt sollten keine Neuzulassungen mehr erfolgen. Wir streben eine Neuzulassung von Verbrennungsmotoren. Wir streben eine Dekarbonisierung bis 2050 an. Auf EU-Ebene hat das der Bundesrat auch jetzt noch mal bestätigt. Das soll eine Forderung sein, an die EU hier Vorreiter zu sein. Und mit diesem Ziel, dieses Ziel können wir im Verkehrsbereich nur erreichen, wenn wir 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zulassen. Das haben wir sowohl im integrierten Umweltprogramm auch schon niedergeschrieben, als auch im jetzt in der Ressortabstimmung befindlichen Klimaschutzplan 2050. Dann wüsste ich gerne, welche Haltung die Bundeskanzlerin dazu einnimmt. Nun, die Bundesregierung glaubt, wie Sie alle wissen, an die Zukunft von Elektromobilität. Aber wie Sie sehen, gibt es da Abstimmungsbedarf und daher möchte ich und kann ich dem Ergebnis dieser Abstimmung nicht vorgreifen. Aber hat Frau Merkel denn eine eigene Haltung?
Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass ich einem Abstimmungsprozess, der hier ansteht, nicht vorgreifen möchte. Dann haben wir weitere Fragen übermorgen, wenn wir uns wiedersehen. Für heute unseren Gästen herzlichen Dank.